Ja, wird sich schon lohnen, wegen dem einen Ring mal bei dir vorbeizugucken. Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Oracle of Seasons, Kapitel 19. Das letzte Mal haben wir die Tanzdrachenhöhle erfolgreich abgeschlossen. Und dieses Mal haben wir den Subrosia-Ring bekommen. Ist eigentlich eine ganz nette Sache, aber eigentlich hätten wir auch ein bisschen mehr mit dem machen können. Kann ich ja mal kurz zeigen. Vielleicht muss ich ihn erstmal mitnehmen, ne? Einmal Liste. In den näheren Slot nehmen wir... Wo ist er denn? Da! Den Subrosia-Ring. Ja, Ringe muss ich ausrüsten. Dazu muss ich hier wieder Select nehmen. Und schwupps! Jetzt laufen wir hier als Subrosianer durch die Gegend. Ärgerlicherweise können wir als Subrosianer überhaupt nichts machen. Außer uns darüber freuen, dass wir so durch die Gegend laufen können. Und das ist bei ein paar anderen Ringen auch so, wo man dann ein bisschen andere Figuren spielen kann. Witzig, aber ärgerlicherweise nutzlos. Naja. Legen wir ihn mal wieder ab. Jedenfalls, der Makobaum hat das letzte Mal erzählt, auch ganz am Ende eben halt, dass wir so einen Brillensee aufsuchen sollen. Und ich weiß zwar nicht ganz, was das so ein Brillensee macht, aber ich weiß zumindest, wo er ist. Also gehen wir da mal hin. Obwohl, ich das eigentlich schon. Ich wollte eigentlich noch schauen, ob sich da unten wieder was getan hat. Nicht hier, sondern vielmehr bei diesen Pflanzen da. Na, wie geht's dem Kleinen? Es geht ihm schon besser, vielen Dank. Ja. Na gut, dann gehe ich halt wieder. Ist doch nicht so häufig was los. Also, gehen wir mal wieder zum Norden raus, wie ich es eigentlich ganz am Anfang machen wollte. Und gucken uns weiter hier drüben im Osten um. Was ist denn hier eigentlich? Eine Kiste, an die wir nicht reinkommen. Das ist ja doof. Was sollen wir da machen? Benny rufen könnte man, stimmt. Aber ich will das nicht unbedingt unnötig machen, halt. Mir reicht schon, dass ich ab und zu dort abstürze. Und das ist eigentlich auch anders gedacht, dass man es macht. Ja. Ist das die gute Jahreszeit, wie wir hier langkommen? Gucken wir mal. Hier können wir ins Wasser. Ja, schön. Bringt aber nicht so viel. Hier drüben können wir jedenfalls nochmal die Jahreszeit wechseln. Oh, und da unten ist so ein netter Teleporter. Nehmen wir den mal mit. Felsspitze, Petrifungus. Nur Herbsternte. Tja, jetzt wissen wir auch, wie wir mit diesen Pilzen umgehen können. Also, sobald wir die letzte Jahreszeit haben, die uns noch fehlt, logischerweise. Und vielleicht gibt es die ja hier irgendwo. Aber erstmal renne ich mal in das Haus hier. Da ist nämlich so ein komischer Kauz. Göttlich. Tadellos. Bemerkenswert. Prächtig. Schilder. Hast du Schilder zerbrochen? So etwas willst du doch nicht tun. Wer käme schon auf solch eine Idee? Sie sind fantastisch. Wir sind doch einer Meinung. Ja, was soll das denn heißen? Meinst du irgendwie, dass ich, irgendwas mit diesem Schild hier so anstellt, oder wie zum Beispiel mit dem Kraftanband hochheben. Auch kann ich gar nicht. Wie waren das nochmal? Kann ich die wirklich nur mit einem stärkeren Schwert kaputt machen? Oder von hinten hochheben? Ich komme da halt nur nichts ran. Nee. Kann man jedenfalls in dem Spiel machen, die Schilder kaputt machen, und dann würde sich der Kollege da ein bisschen mehr aufführen, als er es jetzt eben nicht tut. Naja. Gucken wir mal hier so ein bisschen rum. Jeder ist zum Steinesammeln beim Tempel oben im Norden.
Vielleicht sollte man da auch mal hinschauen. Beim Tempel oben im Norden kann man ordentliche Brocken abgrasen. So, so. Heiße, diese Hochöfen schmelzen jedes Metall. Ich bin gerade dabei, zwei Arten von Erz zu mischen. Ja, netter Schmelzofen. Aber irgendwie kann man ja trotzdem nicht so wirklich was machen. Boah. Ich weiß gerade nicht, ob es schon was bringt, wenn wir hier jetzt da unten hingucken. Kann man ja trotzdem mal machen. Ugh. Oder in die Löcher reinfallen, das ist immer eine gute Idee. So. Wir wollen hier uns vorsichtig durcharbeiten, weil das ist logischerweise hier nicht ganz so ungefährlich. Zumal hier diese feuerspuckenden Monster sind, aber die kann man ja doch recht schnell auseinandernehmen. So, da oben ist sicher auch irgendwas. Mit dir kann ich nicht umgehen, ne? Egal, gucken wir mal hier, was da so ist. Hä? Was machen wir denn mit dir? Kann man dich hochheben? Jawohl! Und damit erhalte ich eine Donnerblume. Behandle sie mit großer Vorsicht. Okay. Werde ich versuchen, bei der ganzen Hitze und Lava und feuerspuckenden Monstern. Naja, jedenfalls haben wir jetzt eine Donnerblume. Irgendwas werden wir mit der schon machen können. Da runter. Und nichts wie weg hier, weil hier ist schon wieder der Vulkan. Ah! So. Dann gucken wir mal weiter nach Westen. Ja, da kommen wir schlecht hin, weil Benny verfolgt uns nicht in die Unterwelt. Würde ich mal dazu sagen. Und hier... aber so ist, springen wir hier einfach mal rüber mit den Pegasus-Kernen. Zurück können wir leider nicht mehr dann. Aber dafür gibt es ja Teleporter. In Gerüchten ist die Rede von... Ach ja, wieso rede ich mit dir? Weil jetzt sind wir ja wieder in dem altbekannten Gebiet. Dann brauche ich eigentlich nicht mit euch reden. Ich wollte erstmal hier beim Shop vorbeischauen, wenn das geht. Ja, da ist nämlich ein bisschen was das Angebot. Es glänzt und Mitgliedskarte steht drauf. Keine Ahnung. Gib mir dafür 5 Erzbrocken. Okay. Nehmen wir sie einfach mal. Oh, guck mal. Das ist die Mitgliedskarte des Dorfshops. Ich würde mal behaupten, das hat sich gelohnt. So. Hier bleiben die Türen zum Glück immer offen. Dann können wir hier sehr leicht wieder raus. Boing, boing, boing. Wo kommt man hier nochmal hin? Ah, da, ja. Hätte ich auch direkt dahin können. Na, was soll's. Jedenfalls sind wir jetzt wieder beim Tempel und wollen in den Nordosten. Da sind wir noch nicht lang, weil wir da noch nicht die Greifenfeder hatten. Beziehungsweise es dann nicht weiter probiert haben, hier hochzugucken. Wir sammeln Erzbrocken, um sie in den Hochöfen zu schmelzen. Das ist ja eine Donnerblume. Ja, der würde uns erzählen, dass wir hier eine Donnerblume brauchen würden, wenn wir sie eben nicht schon hätten. Danke. Also, geht in Deckung. Okay. Ja, zum Glück hat es nicht irgendwie etwas mehr kaputt gemacht, so groß wie die Explosion war. Prima, dank dir haben wir lauter Erzbrocken. Wenn du jemals geschmolzenes Erz brauchst, dann kommst du zu den Hochöfen. Okay. Ja. Das war es eigentlich schon wieder für einen Ausflug in Subrosia. Denn... Boah, hier ist schon der Herbst. Ich bin der Geist des Herbstes. Es ist nun an mir. Man sagt, der Herbst wäre düster. Doch nein. Bunte Blätter sammeln sich in Gräben und Pilze sind reif, um gepflückt zu werden. Es heißt, wenn Hyrule von Schatten bedeckt ist, wird ein Held erscheinen. Bist du dieser Held? Dann gewähre ich dir die Kraft des Herbstes. Das freut mich. Vielen Dank. Dem Stab der Jahreszeiten wurde die Winde des Herbstes verliehen. Erklettere einen Baumstumpf, um den nächsten Herbst herbeizurufen.
Der Stab verfügt nun über die Kräfte der vier Jahreszeiten. Damit ist unsere Hilfe erschöpft. O tapferer Jüngling, den sowie ganz Holodrum zählen auf dich. Ja, ja. Ich kümmere mich schon drum. Jetzt müssen wir nur erstmal irgendwo für uns versenken. Das ist auch eine gute Idee. Ich wollte eher gesagt haben, wir müssen hier nur irgendwo wieder raus. Da kann man sich jetzt vielleicht auch mal überall so ein bisschen genauer umgucken. Da unten könnte ich zwar eigentlich auch schon hin, aber interessiert mich eigentlich noch nicht so. Obwohl... es würde mir schon eine Abkürzung geben. Auch wenn ich mit den Gesellen noch nichts machen kann. Und es sonst, noch ein bisschen Überraschung sein könnte. Was war da oben? Komme ich da eigentlich überhaupt großartig weiter? Hier kann ich zwar rüberspringen, aber hier komme ich nicht mehr rüber. Na, was soll's. Ah, das ist so gut. Weil irgendwas muss da doch sein. So. Da oben ist noch irgend so ein Feld. Das, glaube ich, bringt uns aber auch überhaupt nichts. Hier ist ein bisschen Gras zum kaputt machen. Man kann ein bisschen den Boden rumgraben. Allerdings ist das mal wieder nur so eine Geheimnisstelle. Was heißt mal wieder? Da hat man auch nicht so viel. Wo will ich denn eigentlich lang? Ich will jetzt zu diesem Südwesteingang. Da nehmen wir hier mal so diesen komischen Weg lang. Dumpti-dumpti-dum. Rennen so ein bisschen durch die Gegend. Springen hier mal rüber. Und dann gucken wir halt meinetwegen zu denen da unten. Also. Zack. Da haben wir hier rumgesprungen. Ja, dann guck mal, was das für ein komischer Pirat da oben ist. Und eben Teleporter, deswegen wollte ich da noch hin. Gab's hier sonst noch irgendwas zu sehen? Man kann sich nicht mal die Grabsteine angucken. Stattdessen verschwende ich hier wieder solche Kerne. Hervorragend. Aber hier ist so ein komisches Schiff. Ha, faszinierend. Der Bug des Schiffes liegt in der Wüste. Was das müsste heißen. Sehr, sehr hilfreich. Naja, werden wir schon noch rausfinden. Erstmal dieses komische Versteck da drüben angucken. Denn da laufen mehr so Skelett-Piraten rum. Der Captain hat ein Liebchen, das er nicht vergessen kann. Man sagt, sie sei Königin irgendeines großen Landes. Wissen wir schon. Ich habe versehentlich nochmal draufgeklickt. Unnützes Pack, warum findet mir niemand meine Glocke? Oh, du? Ich bin doch kein Seemaskan. Du siehst mir nicht nach einem Abenteuer aus. Bevor du nicht mindestens ein paar alte Ruinen von innen gesehen hast, bist du mir keine Hilfe. Ich habe schon 4 Dungeons besucht. Ja, da können wir wirklich erst einiges später was machen. Es war so stürmisch, dass der Captain die Glocke verlor, die ihm seine Hübsche gab. Beim Klabautermann! Ein Sturm erfasste unser Schiff und es sank. Hier wachten wir wieder auf. Wo sind wir nur gestrandet? Alles sieht so eigenartig aus. So wie der Captain aussieht, bekommen wir das Schiff nie mehr flott. Der Matrose, der hier nach der Glocke schauen sollte, ist immer noch fort. Ich sagte ihm, er soll das Schiff durchsuchen. Hast du unser Schiff gesehen? Es liegt drüben beim Friedhof. Bisher haben wir es nicht reparieren können. Es ist in üblen Zustand. Ah ja. Was sagst du denn nicht dazu? Wie lange wollen sie wohl noch hier bleiben? Oh, ich glaube, ich habe mich mittlerweile an das Leben hier gewöhnt. Schön für dich. Aber ich will hier wieder raus. Dann können wir hier den Schalter umlegen. Und haben hier direkt in Horndorf so einen netten Zugang.
Und jetzt, wo wir den Herbst haben, können wir den eigentlich gleich mal auch ausnutzen. Denn da ganz links gab es ein paar Pilze, die wir hochheben können. Also, Herbst her. Einmal an dem Haus hier vorbei. Und unsere ersten Pilze hochgehoben und durch die Gegend geworfen. So, Kraft am Band her. Und? Ja, die halten es nicht so gut aus, wenn sie mal aus dem Boden gezogen sind. Moment, war ich da nicht schon mal... Ich war so begeistert, dass ich Pilze hochheben kann, dass ich gar nicht mehr auf die Schatzkiste geachtet habe. Na gut, dann gucken wir mal in den Shop. Der hat zwar nichts Interessantes zu bieten, aber... Hallo mal hier. Oh, eine Mitgliedskarte. Sie sind Mitglied. Ich bitte um Verzeihung. Bitte gehen Sie nach hinten durch. Okay. Ja, sieh mal einer an, was es alles gibt. Hier kann man für 300 Rubine ein paar Gasha-Kerne kaufen. Für 300... nochmal 300 Rubine so ein Beutel. Dieser Beutel fasst viele Kerne. Er kostet 300 Rubine. Ja, dann nehmen wir mal. Ja. Arcanum-Kerne trifft es nicht ganz. Ich kann von allen jetzt 50 Stück tragen. Aber es hat auf jeden Fall was gemacht. Und 200 Rubine für diese Schatzkarte. Vielleicht nützt sie in den legendären Ruinen? Nicht wirklich. Sie nutzt, dass wir zu den legendären Ruinen kommen. Sehen Sie auf die Karte. Ja, ja. Blinkende Punkte verweisen nämlich dort auf Schätze. Das weiß ich zwar bereits. Deswegen hat es mich ein bisschen gestört, aber... Ja, muss mir erstmal drauf kommen. Und wenn wir das nicht schon, wenn ich das nicht schon geholt hätte, jetzt da oben. Wo ist er denn? Da, bei der Tanzdrachenhöhle hätte es da noch so einen Punkt gegeben. Da haben wir dann dieses Dreiecksjuwel gefunden. Ja. Da würde ich mal sagen, haben wir genug Einkäufe gemacht. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.